Ja, du warst sensationell gerade. Im Brain and Soul Club hast du die Mitglieder gerockt, wie man so schön sagt. Und zwar hast du ja gesprochen über Loslassen. Warum ist dir das so wichtig, über das Loslassen gerade jetzt nach Corona zu sprechen? Das ist eine super gute Frage, weil ich glaube, dass wir alle während Corona gemerkt haben, was wir Falsches angehäuft haben, Dinge, die wir gar nicht brauchen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe gemerkt, Mir auch. wie wenig ich eigentlich brauche. Und ich habe auch diese Frage gestellt: Das, was du in deinem Leben so um dich hast, ist das eigentlich das, was meine Seele wirklich will und nährt? Und das ist ja das, was ich seit 20 Jahren in meinem Job mache. Darum finde ich gerade gut, ich sollte ja eigentlich im Februar schon herkommen, deswegen ist wegen des Sandsturms ausgefallen. Ich glaube, das war genau der richtige Zeitpunkt, jetzt über Loslassen zu sprechen, weil wir jetzt alle aufgefordert sind, loszulassen, was nicht mehr passt. Mehr denn je. Was ist denn, um loslassen zu können, für dich das Allerwichtigste? Denn da tun sich ja Menschen schwer. Nicht umsonst sprichst du ja darüber. Wenn es so leicht wäre, würde ich das ja tun. Was ist das Allerwichtigste? Wie lässt man denn leicht los? Also das Wichtigste ist, du brauchst eine Portion Selbstsicherheit. Okay. Und ich sagte in dem Vortrag ja auch, dass warum du nicht loslässt, ist, weil du schon so viel investiert hast und weil die Macht der Gewohnheit so groß ist. Darum ist es so schwierig, weil ich spreche ja nicht vom Bewusstsein. Das, was wir da machen, ist ja unbewusst. Das tut ja keiner extra. Ich stehe ja nicht morgens auf und denke, oh, wie mache ich mir jetzt das Leben schwer? Ja? Ich merke nur nach ein paar Jahren, mein Leben ist schwer. Und dann muss ich gucken, was habe ich denn eigentlich gemacht, was habe ich angehäuft. Und darum ist es so schwierig. Was ich brauche, ist eine gesunde Portion Selbstreflexion. Ich muss einfach in der Lage und bereit sein, mir den Spiegel vorzuhalten, weil ohne den geht es nicht. Ich muss Mut zu meiner Wahrheit haben und ich brauche eine Portion Selbstsicherheit, weil ich erlebe, dass gerade Menschen, die, ich sag mal, die sich definieren über Status, und wir haben alle gemerkt, wie schnell Status weg sein kann, wie viele Menschen die Arbeitsplätze auch verlieren und so weiter. Wenn ich dann in mir nicht sicher bin und weiß, dass das, was mich zusammenhält, ich selber bin und nicht im Außen, dann bin ich viel zu abhängig von dem, was im Außen passiert. Also Selbstsicherheit, würde ich sagen, ist das Was Wichtigste. machst du denn, um diese Selbstsicherheit zu gewinnen? Also ich zum Beispiel setze mich jeden Morgen hin, mache Körper-Geist-Training, meditiere Sazen, ein bisschen fünf Tibeter und so weiter und mache auch diese Übungen. Was sind so deine Übungen, die du empfiehlst, um eben diese Selbstsicherheit zu gewinnen und auch wirklich rauszufinden, was einem wirklich gut tut? Wow, das machst du, das ist aber sehr diszipliniert, Thomas. Da arbeite ich noch dran, so diszipliniert zu sein. Also man ergreift ja nicht umsonst so einen Job. Was ich ganz viele Jahre gemacht habe, ist ein Erfolgsjournal zu führen. Ein Erfolgsjournal, wo ich morgens drei Dinge eingetragen habe, für die ich dankbar bin, und abends drei Dinge eingetragen habe, die mir gut gelungen sind. Und ich habe also wirklich ungelogen bestimmt so einen, ich glaube sogar noch mehr, Schrank voller leerer Bücher, die ich vollgeschrieben habe mit: Das ist mir gut gelungen, das fällt mir noch schwer. Und das hat mir geholfen, erstmal dankbar für das zu sein, was ich habe. Und ich nenne das positives Erinnerungsmanagement. Das ist ja so, man vergisst ja das. Du denkst ja immer daran, was nicht gelaufen ist an einem Abend, wenn du 10 tolle Gerichte gekocht hast, eins ging daneben, denkst du, Desaster. Und dann neigt der Mensch einfach zu viel zu schauen, was uns nicht gelungen ist. Und ich halte ganz viel von positiven Erinnerungsmanagement. Und ich habe einfach auch, das schlage ich meinen Kunden auch immer vor, frag mal zwei Menschen deines Vertrauens, mit welchen Stärken siehst du mich? Weil deine größte Stärke ist oft die, die dir nicht als solche bewusst ist, weil sie für dich so selbstverständlich ist. Und darum ist der Spiegel von außen, also ich habe natürlich selber immer Coaches beauftragt, wenn ich durch irgendeine Klippe oder über irgendeine Klippe musste, wo ich nicht drüber kam, damit man mir einfach den Spiegel vorhält und sagt: Doch, du kannst das, ich sehe diese Stärke in dir. Und das, was ich so wirklich so einen schönen Spruch finde, ist, also ich wünsche manchmal, die Menschen könnten mich mit meinen Augen sehen, wie ich sie sehe, weil ich einfach einen totalen Fokus auf die Stärken habe. Bei mir selber hat das echt lange gedauert, aber ich habe es ganz gut drauf mittlerweile. Man hatte ja so eine Zeit lang so diese Idee, die Schwächen auszugleichen mit mehr Arbeit und so weiter. Und es klingt jetzt so danach, dass du sagst, Schwächen lieber vergessen und einfach die Stärken stärken. Ja? Und trotzdem hat man dann dieses schlechte Gewissen, das kann man nicht, jenes nicht so richtig und nicht. Du, das ist ja auch sowas wie Loslassen. Loslassen von diesen Vorstellungen, man müsse das und jenes und dies und das noch können. Ja? Wie hast du dieses Fokussieren geschafft auf dieses Wesentliche, was dich ja auch sehr erfolgreich gemacht hat? Was war so dein Geheimnis? Du hast gesagt, du hattest 8 Geschwister. Ich glaube, du hast da auch bestimmt auch manchmal kämpfen müssen in dieser Situation. Was hat dich so stark gemacht und so zuversichtlich, um diese Kraft in dir aufzubauen und dann auch noch darüber sprechen zu können?
Was für eine coole Frage. Das ist richtig, du kannst sehr gute Fragen stellen. Also zum einen, wenn ich das bin genau gespannt, wüsste. Auf deine Antwort. Ja, genau, wenn ich das so genau wüsste. Also zum einen muss man sagen, ich bin jüngstes Kind. Und als jüngstes Kind hatte ich immer das Gefühl, dass ich gesehen werden will. Also zum einen kommt dieses, auch der Hang zur Bühne mit Sicherheit daher, dass ich immer das Gefühl hatte, man sieht mich nicht. Also manche Stärken, wie bei Michael, entwickeln sich auch, weil man eine Schwäche ausmerzen will. Also ich sag mal, wenn ich auf der Bühne stehe, dann muss man mir ja zuhören. Das heißt, das bedient natürlich auch meinen Wunsch nach, das, was ich sage, ist wichtig. Und ich habe das, glaube ich, auch ein bisschen damit kompensiert, dass ich in so einer großen Geschwisterreihe groß geworden bin. Und es gelingt mir auch nicht immer. Also es gibt auch Phasen, da gelingt mir das gar nicht. Aber ich sag mal, es gelingt mir immer mal wieder und das Plateau, ich komme auf immer ein immer höheres Plateau. Weil das klingt sonst so, als wenn es mir immer gelingen würde. Ich liebe es einfach, daran zu arbeiten. Es ist auch eine Leidenschaft von mir, es ist auch mein Job. Und man muss dazu sagen, dass ich wirklich so, ich nenne das also hochsensibel bin, dass ich mit Unwahrheit gar nicht leben kann. Das spüre ich sofort am Körper. Ich spüre sofort, wenn ich irgendwo in Disbalance bin, dann tut mir was weh oder ich werde dann traurig. Ich bin richtig gezwungen dazu, das zu tun, wozu ich hier auf der Welt bin, weil ich sonst einfach nicht glücklich bin. Könnte man ja die Strategie raushören, achte, höre mehr auf dich selbst. Und würde ja auch bedeuten, dass viele das nicht tun. Ja, also. Und du hast es gelernt, darauf zu achten und einfach auf deinen Körper und auf deine Seele zu achten und so weiter. Denn du bist sehr, sehr weit gekommen. Ich meine, das schaffen ja die allerwenigsten. Wo hast du eigentlich so schön sprechen gelernt? Du hast so eine schöne Stimme. Ist das jetzt immer so gewesen oder hast du Sprechunterricht genommen und hast da besonders guten Sprechlehrer gehabt? Wollte ich jetzt coole Fragen. Also zum einen, meine Eltern waren immer schon auf der Bühne, so im Bühnenspielverein und so weiter. Und wir wurden sehr früh mitgenommen. Das heißt, ich habe nie Angst vor Bühne gehabt, auch heute nicht. Ich bin zwar nervös, weil ich will natürlich einen guten Beitrag liefern, aber das ist, ich glaube, so dieses auf der Bühne stehen, das ist mir auch ein bisschen angeboren. Also das hat von meinen ganzen Geschwistern hat keine Angst, auf der Bühne zu stehen. Können die alle so schön sprechen? Also haben die alle so eine schöne Sprechstimme? Weil es ist ja nicht so Gott gegeben. Das kann ja auch anders laufen. Also zum einen bin ich immer wieder überrascht, dass man, klar, ich höre mich ja nicht selber, dass ich mich freue, wenn jemand sagt, ich glaube, schön ist, wenn sie natürlich ist. Ich glaube, dass ich es geschafft habe, mich mit all meinen Macken so anzunehmen, wie ich bin. Und ich muss weder glauben, dass ich schneller sein muss, um gehört zu werden, noch dass ich höher sein muss, damit man mich hören kann, sondern ich würde sagen, ich bin bei mir angekommen und darum ist die Stimme auch stimmig. Aber zum einen ist das bei dir ja auch so und das ist auch die Gnade des Älterwerdens, finde ich, wirklich. Das ist einfach, dass man mehr bei sich ankommt. Ja, mehr bei sich ankommt. Also ich genieße es ja total, älter zu werden. Ja. Ich meine, wenn man gesund ist, das ist natürlich das größte Geschenk, also weil man ja auch in sich mehr ruht und ein bisschen gelassener wird mit allem und trotzdem noch sehr effektiv und viel leisten kann. Ja. Wenn du jetzt die Zeit so betrachtest, also unsere heutige Zeit ist ja geprägt von Umbruch und alles wird ganz anders, das neue Normal und so weiter und so fort. Was würdest du jetzt oder was rätst du deinen Klienten, um jetzt in dieser Zeit erfolgreich zu sein? Da würde ich wirklich jedem empfehlen, dieses New Work, sich da mal mit zu beschäftigen. Okay. Das ist nicht New York, sondern New Work, weil die Philosophie dahinter ist, dass Arbeit viel mehr geben kann als Spaß. Spaß ist leicht zu haben, aber Arbeit kann Erfüllung geben. Und wie ich das vorhin im Vortrag schon sagte, bin ich ganz sicher, dass es für jeden Menschen eine gute und eine spannende und eine sinnvolle Aufgabe gibt. Wenn aber zu viele Menschen an den falschen Plätzen sitzen, sind die ja besetzt. Also was ich jedem jetzt im Moment rate, ist, prüfe, was du wirklich, wirklich willst und folge deiner Wahrheit. Das ist nicht so leicht, dafür gibt es ja Coaches wie mich, so Veranstaltungen wie heute Abend. Und wie ich auch sagte, je mehr durch mehr Schichten du durch musst, desto schwieriger ist das. Aber ich glaube, dass, wenn das alles Unwahre auf Dauer keinen Halt hat. Und meinst du, dass diese Zeit jetzt besonders mehr als vorher nach einer wirklichen Wahrheit ruft und sozusagen, dass das, was wirklich stimmig ist, auch sozusagen fördert, dass das auch erfolgreicher wird? Also ich glaube ja, der Mensch ist erfolgreicher und das schließe ich mich durchaus mit ein, wenn er muss. Ja? Das heißt, es gibt ja leider auch, und das tut mir mit dir auch leid, viele Menschen, die ihren Job verloren haben, weil viele Firmen auch so schließen, die sich umorientieren müssen. Und es sind sicher auch viele dabei, die eigentlich seit Jahren geschimpft haben, scheiß Arbeit, scheiß Vorgesetzter oder vielleicht Firmeninhaber, die gesagt haben, ich will das längst nicht mehr.
Und diese Energie, dieses Umbruchs, die würde ich jetzt nutzen und einfach mit dieser Welle schwimmen. Meines Erachtens ist die Zeit jetzt, die ist gut dafür, bei allem, was es am persönlichen Schicksal sicher bedeutet. Ich würde jetzt gucken, wo ist wirklich mein Platz. Es gibt so viel sinnvolle Arbeit. Und auch Friedhofsgärtner sind auch nicht immer die hochanspruchsvollen. Wir brauchen nicht nur Anwälte und so, wir brauchen auch einfach die Menschen systemrelevant. Wir haben jetzt mal gemerkt, worauf es wirklich ankommt, wie wichtig das ist. Absolut, ja. Absolut. Erna, ich könnte mit dir stundenlang sprechen, aber ich glaube, wir brauchen uns auch nicht überstrapazieren. Ja. Und außerdem kann man dich ja buchen. Man kann mich buchen, genau. Und man kann vieles über dich lesen. Du hast tolle Bücher geschrieben, du hast tolle Sendungen, du hast einen YouTube-Channel mit Millionen von Viewern, ja, und so weiter. Also man kann ja vieles von dir auch noch mitnehmen. Also für mich war es eine große Freude, ein bisschen tiefer mit dir einzusteigen. Herzlichen Dank. Brain and Soul ist für mich auch selbst ein großes Geschenk, Menschen wie dich kennenzulernen. Oh, vielen Dank auch für die Einladung. Ihr seid eine wundervolle Gesellschaft. Dankeschön. Gemeinschaft. Danke.